In diesem Video gebe ich dir 5 Punkte, an denen du erkennen kannst, dass du unter Verlustangst leidest. Umso mehr dieser Punkte natürlich auf dich zutreffen, umso wahrscheinlicher ist es, dass deine Angst, jemanden zu verlieren, nicht mehr ganz normal ist, sondern in Richtung Verlustangst geht. Zudem gebe ich dir zu jedem der Punkte Hinweise, die du für dich anwenden kannst, um deine Verlustangst zu überwinden. Es ist wichtig zu wissen, ob du Verlustangst hast, weil die Betroffenen häufig einfach keine gesunde Beziehung führen können und durch Streit, Eifersucht, Missverständnisse und so weiter die Beziehung häufig nicht lange hält. Häufig ist der Partner nämlich komplett überfordert, weil er immer wieder sagt, ich weiß nicht, wie ich dir noch beweisen soll, dass ich dir treu bin oder ich weiß nicht, was ich noch tun soll, damit du mir vertrauen kannst. Die meisten Beziehungen gehen halt, wie gesagt, unter diesem Druck kaputt und das möchte ich hier in diesem Video verhindern. Ich möchte, dass du endlich keine Angst mehr davon haben brauchst, wenn dein Partner sich mehrere Stunden mal nicht meldet. Und ich möchte auch, dass du dich wirklich aus tiefstem Herzen für deinen Freund freuen kannst, wenn er was mit Freunden unternimmt, man Urlaub macht und so weiter. Und dass du nicht schon wirklich Schweißausbrüche bekommst, wenn das Datum ja vor der Tür steht, wo er dann mal ein paar Tage weg ist. Sondern ich möchte, dass du wirklich deine Beziehung in vollen Zügen genießen kannst und nicht immer wieder Angst haben musst, den anderen zu verlieren. Wenn du für dich merkst, dass du von der Verlustangst betroffen bist, weil diese Punkte hier auf dich zutreffen, kannst du natürlich auch im Anschluss gerne diesen PDF-Ratgeber runterladen, den ich dir hier unter diesem Video zur Verfügung stelle zum Thema Verlustangst überwinden, wo ich dir wirklich kostenlos ganz viele Tipps und Tricks und Übungen gebe, die dir helfen sollen bei dem Thema Verlustangst. Dann fangen wir direkt mit dem ersten Hinweis an, der dir verrät, dass deine Angst eine Verlustangst sein könnte. Du bist emotional abhängig von deinem Partner oder Date. Dass du emotional abhängig von deinem Date bzw. Partner bist, zeigt sich dadurch, dass es dir unglaublich schwerfällt, allein zu sein. Du hast förmlich Panik davor, allein zu sein. Diese Einsamkeit führt häufig dazu, dass du dich in der emotionalen Abhängigkeit befindest oder von Beziehung zu Beziehung hüpfst. Betroffene der Verlustangst laufen zudem Gefahr, gleich nach der ersten Begegnung oder teilweise sogar nach dem ersten Chat total emotional im Kennenlernen involviert zu sein. Das Problem der emotionalen Abhängigkeit ist, dass Betroffene sehr schnell ihre eigenen Freiheiten aufgeben, um den anderen alles recht zu machen und ihn zu halten. Sie richten förmlich ihr ganzes Leben nach der Partnerschaft und lassen sich auch gerne ausnutzen oder stellen sich wirklich hinten an. Du merkst auch, ob du emotional abhängig bist, wenn du Situationen wie diese nur zu gut kennst. Du hattest gerade ein Date und nun sitzt du da total verkrampft zu Hause, starrst auf dein Smartphone und hast Gedanken wie, warum meldet er sich nicht? Habe ich etwas beim Date falsch gemacht? Datet er vielleicht noch parallel eine andere? Vielleicht sollte ich mal schauen, ob er jemanden Neuem auf Instagram oder Facebook folgt oder da Likes vergeben hat. Was macht er wohl gerade? Wo ist er gerade? Bei wem ist er gerade? Wenn du Gedanken wie diese kennst, dann weißt du sicherlich auch, dass du extrem viel Zeit damit verbringst, an dein Date bzw. deinen Partner zu denken und dass deine Gedanken auch wirklich Ausmaße annehmen und zwar so, dass du wirklich sehr negativ werden kannst. Die Gedanken können so negativ sein, dass du wirklich davon überzeugt bist, dass du etwas falsch gemacht hast, er vielleicht gerade wirklich jemand anderen datet oder dich wirklich nur verarscht. Emotionale Abhängigkeit macht dich zudem extrem unattraktiv, weil diese anfängliche Anziehung, die da war, leidet. Der Partner bekommt schnell raus, dass er mit dir wirklich machen kann, was er will und er merkt dadurch natürlich, dass eine Beziehung auf Augenhöhe mit dir nicht mehr möglich ist. Durch deine emotionale Abhängigkeit bist du überangepasst und richtest dich komplett nach ihm, was dich zudem auch sehr unauthentisch macht. Dein Gegenüber kann halt wirklich gar nicht mehr einschätzen, wer du wirklich bist. Er weiß nicht über deine Facetten Bescheid und kann dich dadurch gar nicht richtig kennenlernen. Erst wenn du dir über die Ursachen der Verlustangst im Klaren wirst und diese akzeptieren lernst, kannst du aus diesem Teufelskreis, dieser negativen Muster ausbrechen und endlich wirklich ein positives Leben oder eine positivere Lebenseinstellung haben. Ursachen für Verlustangst beginnen oft bereits in der Kindheit tatsächlich, also schon sehr früh. Und die Angst vor dem Verlassenwerden hat natürlich auch tief sitzende Wurzeln. Also manchmal kann es sein, dass eine traumatisierende Erfahrung da war, beispielsweise sowas wie die Scheidung deiner Eltern oder der Verlust eines geliebten Menschen, wo dann diese Verlustangst ausgelöst worden ist. Vielleicht musstest du dich als Kind auch extrem anpassen, musstest viel tun, damit deine Eltern dir Aufmerksamkeit und Liebe schenken. Und du glaubst heute teilweise noch, dass du nicht gut genug bist, dass du nicht genügst, dass du nicht hübsch genug bist, nicht liebenswert, nicht wertvoll, nicht besonders
und so weiter. Egal wie deine persönliche Geschichte aussieht, du bist ja jetzt hier, um das Ganze zu verstehen, ja, und natürlich auch, um daran arbeiten zu können, um es aufzulösen. Mach dir deswegen auch unbedingt mal bewusst, was du so für negative Gedanken hast und woher diese negativen Gedanken kommen können. Ich habe dir auch Übungen beigelegt in dem kostenlosen PDF-Ratgeber, die dir helfen sollen, deine emotionale Abhängigkeit besser zu überwinden. Kommen wir zum zweiten Hinweis, der dir zeigt, dass du Verlustangst hast. Du klammerst und hast Angst, locker zu lassen und den anderen dadurch zu verlieren. Wenn dein Gegenüber merkt, dass du auffällig viel klammerst, dann wird sich dein Date natürlich schnell distanzieren wollen aus Angst, dass er natürlich dann seine Freiheiten verliert. Zudem ist es häufig auch so, wenn du dazu tendierst, übermäßig zu klammern, dass du auch Probleme damit hast, loszulassen und dich von Dingen zu verabschieden, die nicht weiter in dein Leben gehören oder passen. Auch bei übermäßigen Klammern wirst du dich schnell selbst aufgeben und jeden Termin verschieben, damit du dein Date so oft es geht zu Gesicht bekommst. Dabei vernachlässigst du dich, dein Leben, deine Arbeit oder gar deinen Schlaf, um jede Stunde mit deinem Date zu nutzen. Wenn du emotional abhängig bist und klammerst, hast du das Bedürfnis, dein Date nicht nur an den vereinbarten Zeiten zu sehen, sondern darüber hinaus findest du auch noch Schlupflöcher, wo du dein Date dann abpassen könntest. Zum Beispiel, ne, nach der Arbeit noch kurz auf den Kaffee rumkommen oder dem Date noch schnell seine vergessenen Handschuhe bringen oder wenn du zufälligerweise in der Nähe deines Datingpartners bist, fragen, ob du noch kurz zu ihm rumkommen kannst und so weiter. Was du vielleicht für eine nette Überraschung hältst, wo du dem anderen dein Interesse signalisieren möchtest, kann beim Gegenüber rasch das unangenehme Gefühl von Beschattung, Stalking und Abhängigkeit auslösen. Klammern zeigt sich ebenfalls durch ständige Anrufe wegen jeder Kleinigkeit oder dem Wunsch nach häufiger Kontaktaufnahme durch den Chat, am liebsten dauerhaft, weil du ja wissen möchtest, was er gerade macht, wo er ist und ob er an dich denkt. Das sorgt häufig dafür, dass dein Date sich distanziert oder sogar den Kontakt abbricht, ohne dir einen Grund zu nennen. Wenn du dich hier gerade wiederfindest und du weiterhin nichts daran änderst, sind das keine guten Voraussetzungen, eine neue Beziehung einzugehen, weil deine Angst zu Panik führt und du damit negative Verhaltensweisen entwickeln kannst oder bereits entwickelt hast, die sich auch beim Dating bemerkbar machen. Oft kennen Frauen das Problem der selbsterfüllenden Prophezeiung, in der sie davon überzeugt sind, dass es nicht funktionieren kann und im Vorhinein eine sehr pessimistische Sicht auf die Dinge haben. Sie verhalten sich dann auch dementsprechend und sehen ihre negativen Befürchtungen bestätigt. Um den Klammern entgegenzuwirken, ist es daher unglaublich wichtig, vor allem die Angst vorm Alleinsein zu bearbeiten und zu überwinden. Wenn du es nämlich schaffst, das Alleinsein zu genießen und nicht dabei durchzudrehen oder nicht zu wissen, was du mit dir anfangen sollst, wenn du alleine bist, kannst du dein Klammern erfolgreich loswerden, dem anderen mehr Luft zum Atmen geben und es schaffen, dass er gerne mit dir in einer Beziehung ist. Es ist auch wichtig, sein eigenes Verhalten zu reflektieren und auch zu verstehen, dass es eben keine Lösung ist, immer wieder in eine neue Bindung zu flüchten, um dem Alleinsein zu entkommen. Trainiere kontinuierlich deine Gedanken, dass diese halt nicht abdriften und bleibe immer achtsam im Moment, damit du nicht immer irgendwelche Horrorszenarien im Kopf durchgehst und die Angst damit nur weiter schürst. Eine Bitte habe ich noch an dich. Akzeptiere vorerst das Gefühl des Alleinseins und verurteile dich bitte nicht dafür. Du bist halt gerade etwas dabei zu ändern und das ist wirklich schon sehr, sehr gut. Auf zum nächsten Hinweis, der dir bei deiner Entscheidung hilft zu erkennen, ob du eine Verlustangst hast oder nicht. Du hast unglaubliches Misstrauen und fängst auch an, den anderen zu kontrollieren. Misstrauen hat zur Folge, dass dein Klammern natürlich schlimmer wird. Dadurch, dass du sehr schwer vertrauen kannst, willst du am liebsten ständig und immer wissen, was der andere gerade tut und hinterfragst auch seine Antworten kritisch. Du willst eben die Kontrolle darüber haben, was dein Partner gerade macht, damit du nicht in die Situation kommst, über mehrere Stunden deiner Angst ausgesetzt zu sein und nicht zu wissen, ob dein Date oder Partner sich nochmal melden wird. In der Beziehung können diese Kontrollversuche zwanghafte Züge annehmen. Kontrollanrufe sind dann beispielsweise eine ganz übliche Sache. Dadurch vergewissern sich Betroffene der Verlustangst, ob der Partner sich auch dort aufhält, wo man ihn vermutet. Manchmal denkt man sich auch einen banalen Grund des Anrufs aus, um den Anruf natürlich
natürlich rechtfertigen. Der eigentliche Grund ist aber natürlich nur eins: wissen zu wollen, was der andere gerade macht. Kontrolle zeigt sich aber natürlich auch anders. Du möchtest zum Beispiel auch alles über den anderen in Erfahrung bringen. Natürlich ist gesteigertes Interesse in der Kennenlernphase oder in der Verliebtheit normal. Und Fragen zum Alltag oder zu bestimmten Planungen sind natürlich auch legitim. Aber es gibt natürlich definitiv Grenzen, die auch hier gerne von Betroffenen der Verlustangst überschritten werden. Es ist nicht okay, Telefonate zu führen, die ein Verhör gleichen, oder stundenlanges Stalken auf Instagram und Co. wie ein Detektiv. Das schürt die Angst und kommt zudem beim anderen auch gar nicht gut an. Wenn du beginnst, dein Date zu kontrollieren, erreichst du am Ende genau das Gegenteil von dem, was du dir eigentlich wünschst. Du treibst denjenigen selbst in die Flucht. Das Misstrauen wird zudem durch die Wahrnehmungsverzerrung gesteigert, die Betroffene der Verlustangst aufzeigen, und auch ihrer unglaublich großen Fantasie. Einmal natürlich in die Richtung, dass du deinem Partner Dinge unterstellst, die er gar nicht getan hat. Zum Beispiel, dass du ein Instagram-Like direkt als einen Betrug interpretierst oder dass ein kurzes Hinterhergucken des Partners als langes Starren interpretiert wird. Dadurch entstehen wirklich oft Streitigkeiten. Dein Date kann sich aber auch durch deine Fantasie überrumpelt fühlen, wenn du Hochzeit, Haus, Kind bereits nach einigen wenigen Dates beschreibst und dir wünscht. Bereits beim persönlichen Aufeinandertreffen laufen viele Singles Gefahr, gemeinsame Zukunftspläne zu schmieden oder diverse Szenarien zu entwerfen, obwohl sie sich noch gar nicht richtig kennen. Das kann dein Date wirklich verschrecken und in die Flucht schlagen. Um den Punkt der Kontrolle und des Misstrauens zu bearbeiten, ist es unglaublich wichtig, dass du lernst, dir eigene Regeln aufzustellen, an die du dich auch halten solltest. Dazu zählt definitiv kein Stalking mehr auf den sozialen Netzwerken. Wenn es dir unglaublich schwer fällt, lege ein Social Media Detox ein und verbanne dich selbst auch mal komplett aus den sozialen Netzwerken, um dir nicht jederzeit neue Fantasien zu geben und dein Misstrauen dadurch natürlich noch schlimmer zu machen. Rede zudem mit deinem Partner oder Date ganz offen über deine Ängste und Sorgen und versuche, seine Worte ernst zu nehmen und nicht zu hinterfragen. Lass dich mal fallen, vor allem wenn es keinen Grund zum Misstrauen gibt natürlich. Weitere Übungen findest du auch hier natürlich in dem kostenlosen PDF-Ratgeber, die du gerne tun kannst, um dein Misstrauen ja wirklich unter Kontrolle zu bringen. Kommen wir zum nächsten Punkt, der bei Verlustangst auftauchen kann. Du bist häufig eifersüchtig. Die Angst vor Verlust kann sich auch schnell in Eifersucht verwandeln. Eifersucht ist laut einer Umfrage von Datingportal Elitepartner unter den Top 10 der Trennungsgründe. Bei Singles kommt die Eifersucht hoch, wenn sie beispielsweise in der Kennenlernphase mitbekommen, dass sich der Kontakt parallel mit anderen trifft. Sie finden das dann so schlimm, dass sie jegliches Vertrauen verlieren, dem anderen Vorwürfe machen oder eifersüchtig werden. Dabei ist es okay, parallel zu daten, solange euer Date noch nicht exklusiv gehalten ist und noch nichts intim ist. In Partnerschaften zeigt sich die Eifersucht bei Verlustängstlern häufig nochmal ganz anders. Dort ist man dann gar eifersüchtig auf Freunde des Partners und gönnt einfach die gemeinsame Zeit nicht. Oder man ist eifersüchtig auf weibliche Freundinnen und hat wirklich Angst, dass da zwischen denen was läuft. Um der Eifersucht entgegenzuwirken, ist es ganz besonders wichtig, sich klarzumachen, was für eine tolle Frau man eigentlich ist. Das Date oder dein Partner hat sich ja nicht ohne Grund für dich entschieden, und das ist wirklich ganz, ganz wichtig. Zudem ist es extrem wichtig, dass du auch natürlich dir selbst die Erlaubnis gibst, Kontakte zu pflegen und nicht komplett nur auf dein Date wartest oder dich darauf versteifst. Wann hast du also das letzte Mal einen richtig schönen Abend mit deinen Freundinnen gehabt? Oder was hast du schon lange nicht mehr getan, was du aber eigentlich gern machst? Fang wieder an, dich selbst zu finden, und versteif dich nicht nur auf die Liebe und dein Date. Übrigens, falls dir dieses Video hier gerade gut gefällt, dann kannst du mich das sehr gerne mit einem Daumen hoch wissen lassen. Und wenn du jeden Sonntag um 20 Uhr ein neues Video sehen möchtest, in dem du lernst, wie du auch mit deinen Ängsten endlich deinen Partner fürs Leben finden kannst oder eine glückliche Beziehung führen kannst, dann solltest du unbedingt meinen Kanal abonnieren, damit du nichts mehr verpasst. Ich helfe als Single- und Beziehungscoach schon seit Jahren Frauen dabei, ihren Traummann zu finden und natürlich auch zu halten, und freue mich, wenn ich auch dir hier helfen darf. Ja, und kommen wir jetzt zum letzten Punkt, der dir zeigt, dass du Verlustangst hast. Und wenn du auch diesen Punkt erfüllst und alle anderen auch, dann hast du definitiv eine Verlustangst und solltest daran arbeiten. Aber dazu am Ende des Videos noch was.
Du zeigst halt Verhaltensweisen der Beziehungsangst oder halt Bindungsangst und kannst dich nicht auf Beziehungen einlassen. Jetzt denkst du dir so, das ist doch das Gegenteil von Verlustangst, oder? Das erkläre ich dir jetzt. Auch die Bindungsangst kann als ein wichtiges Symptom mit der Angst vor dem Verlassenwerden einhergehen. Durch das Vermeiden einer festen Bindung gehen nämlich Singles logischerweise von Anbeginn dem Risiko, verlassen zu werden, komplett aus dem Weg. Irgendwie logisch, ne? Verhaltensweisen, die damit einhergehen, sind dann zum Beispiel, dass die Frau vorzeitig Dates absagt oder gar nicht erscheint. Zudem haben Frauen dann auch grundsätzlich Probleme damit, anderen zu vertrauen, Nähe zuzulassen und ja, natürlich eine Beziehung einzugehen. Bindungsvermeidung und Bindungsangst sind weit verbreitete und manchmal auch kombinierbare Phänomene, die die Partnersuche wirklich erschweren oder eine bestehende Beziehung stark belasten. Hier kurz nochmal der Unterschied. Frauen, die unter Bindungsvermeidung leiden, lassen sich gar nicht erst auf tiefe Kontakte ein, obwohl sie sich eigentlich danach sehen, um sich vor Verlusten zu schützen. Bindungsängstliche Singles gehen durchaus Beziehungen ein, empfinden Nähe, tiefe Gefühle und Commitments, aber eher als eine Bedrohung. Auch hier liegt natürlich häufig die Ursache in der Kindheit. Das Problem hierbei ist, dass viele Singles durchaus fokussiert sind, einen Partner zu suchen, der sich nicht wirklich auf eine Beziehung zu ihnen einlassen kann. Es wird quasi unterbewusst ein Partner gewählt, der eigentlich gar nicht bereit für eine Beziehung ist, gar vergeben oder nur Freundschaft plus oder eine Affäre bieten kann. Und dann fragen sich Frauen halt immer wieder, wieso ziehe ich eigentlich diese Männer an? Warum habe ich eigentlich immer dieses Pech? Genau deswegen. Wenn du unter Bindungsangst oder Bindungsvermeidung leidest, ist es natürlich auch extrem wichtig, die Ursachen zu erforschen und herauszufinden, warum diese bei dir entstanden sind. Zudem kann ich jeder Frau, die davon betroffen ist, ans Herz legen, an ihrem Selbstwert zu arbeiten und sich vermehrt auf das Positive zu fokussieren, was eine Beziehung mitbringt. Bitte halte dich auch an die bereits erwähnten Tipps von mir. Auch Achtsamkeitsübungen oder Meditationen können allgemein gegen alle Ängste und negativen Gedanken helfen. Ich habe übrigens auch eine Meditation aufgenommen für dich, die dir helfen soll. Wenn du die haben willst, dann bitte bei Instagram einmal melden und mir eine private Nachricht schreiben mit dem Stichwort Meditation Verlustangst. Du weißt nun ganz genau, welche Punkte eine Verlustangst auszeichnen und ob du davon betroffen bist. Vor allen Dingen aber auch, was du anfangen kannst, dagegen zu tun. Wenn du dir jetzt trotzdem noch unsicher bist, mir deine Geschichte erzählen möchtest, einen individuellen Rat willst oder mir natürlich auch berichten willst davon, wie du den Ratgeber durchgearbeitet hast, dann kannst du mir sehr, sehr gerne eine private Nachricht auf Instagram schreiben. Dann schaue ich natürlich, wie ich dir weiterhelfen kann. Wie gesagt, gerne kannst du natürlich jetzt im Anschluss noch den Ratgeber runterladen, wo du halt weitere Übungen, Tipps bekommst, wie du mit dem Thema Verlustangst am besten umgehen kannst. Natürlich ist jede Verlustangst unterschiedlich ausgeprägt und wenn du wirklich das Gefühl hast, dass du intensiver daran arbeiten möchtest oder auch musst, kannst du dich auch hier jederzeit auf meiner Website melden oder mich über Instagram kontaktieren und dann schaue ich, wie ich dir weiterhelfen kann. Wenn du jetzt noch wissen willst, wie du dich bei einem Mann wieder begehrt machen kannst, falls er sich im Rückzug befindet, dann klicke jetzt hier. Und wenn du jetzt noch wissen willst, ob er wirklich der Richtige für dich ist, dann klicke gerne hier. Ich freue mich, wenn du beim nächsten Video wieder mit dabei bist und hier heute einiges mitnehmen und lernen konntest. Bis dahin, deine Simone.